Porsche Cayman S, Jungs. Jawohl. So ein Ding. Warte, kennt ihr noch diesen Clip hier? Kennt ihr noch diesen? Kennt ihr noch den Clip hier, Leute? Wer kennt ihn noch? 15.000 Euro in einem Monat! Da bin ich einfach. Lull. Alter, geil! Cruzemba 1061 AMG S V8 Biturbo Cabriolet. Cruzemba, geil, Alter! Ich bin einfach begeistert von diesen Videos. Also, der Cruzemba letztes Jahr, der hat schon irgendwo mein Leben verändert. Mir ging es letztes Jahr lange Zeit wirklich sehr, sehr scheiße. Nice FPS, Bro. 5 Sterne Luxusurlaub, Rolex und alles nur wegen dem Cruzemba. Wirklich, Jungs, 1000 Dank. Ohne euch 405 Euro. Wäre mein Dezember Buxtehude Monte. Einfach nicht der Dezember, den man sich wünscht. Seit dem Cruzemba kann ich lachen wieder. Helikopterlandeplatz! Cruzemba ist das geilste, Mann! Tausend Dank. Danke, Jungs! Ja! Geil, Alter! Ja, Mann, Leute, was soll ich sagen? Es waren noch wilde Zeiten damals, wie wir damit Geld gemacht haben im Cruzemba, Leute. Zu wild, zu fucking wild. Und wir gucken schnell das neue Wix-Video von InScope an. Auch wenn es mich überhaupt nicht interessiert, was in Nikos Leben abgeht. Er ist pleite, ich bin interessiert, let's go. Folgende Sendung ist nicht für Zuschauer geeignet. Homies for life, brother. Guten Morgen, guten Mittag oder auch halt der Mauer. Zu Beginn des Videos möchte ich euch eine Frage stellen. Was gibt es offensichtlich nach Analyse von NASA-Messdaten natürlicherweise auf dem Mars? Ist es WLAN? Ist es Öko- und Atomstrom? Fließendes Wasser? Oder eine Fußbodenheizung, Leute? Ich würde sagen, es ist tatsächlich das WLAN. Klar, es muss ja tatsächlich WLAN sein. Es ist ja WLAN. Ich höre meinen Stream selber auf einem Kopfhörer. Ihr könnt mich nicht ficken. Falsch. Ich hätte jetzt WLAN genommen. Ich war wieder auf YouTube unterwegs und habe mir den ein oder anderen Scheiß reingezogen. Willkommen. Leute, ihr wisst es, wenn es ums Thema Frauen geht, bin ich auf der Versagerrate ganz oben mit dabei. Deswegen. Weißt du, das ist immer dieses Ding so. Nico tut immer so, flankt eigentlich nur Insta-Models weg und tut dann immer einen auf. Ich bin so arm, ich krieg keine ab. Genau das ist das Ding, das spielen wir aber alle, dieses Game. Wir tun alle so, als würden wir nie bumsen. Und es stimmt. Deswegen dachte ich mir, ich hole mir mal ein paar unvoreingenommene Tipps und Tricks von einem richtigen Experten. Und da bin ich auf das Video von Moise gestoßen. Dem Designer so. Da muss man wirklich sagen, ich habe mir tatsächlich den ein oder anderen Tipp von Jinan Xi an der Stelle abschneiden können. Also wie gesagt, Bro, wenn du 10 bist und eine Alte wegknallst, Respekt. Okay. Weiß ich jetzt nicht, Sinan. Bro, also Sinan, so, wir kennen uns nicht so gut, ja? Wir sind Insta-mäßig mal, glaube ich, haben wir mal ein bisschen geschrieben. Aber mit 10, Respekt. Dann gehst du in den Puff, mein Lieber. 20. Die Penispumpe könnte dir vielleicht helfen. What the fuck, Bro? Sinan? Um eine Frau zu befriedigen, denke ich, reichen 8 Zentimeter. Okay, mein Chat freut sich an der Stelle. Jungs, habt ihr das gehört? Das reicht vollkommen aus, was ihr in deiner Hose habt. Tumi, danke für deinen Sub. Die Shit, Digga. Jinan Xi. Danke dir, Digga. Niemals überkreuzt. Ja, nach diesen unfassbaren Neulichkeiten, die Jinan Xi uns hier auftischt, muss ich sagen, bin ich neulich in einer Sache unterlaufen, bei der ich mir dachte, gut, wenn es so ist. Ich sah dich, girl. Du sahst mich, girl. Während dem Verlauf. Was war das? Von dem Track musste ich mich wirklich fragen, denkt ihr, der Typ kann es nicht? Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Wirklich ein stabiles Brett geworden von dem Typen. Wenn man jetzt vom Aggressivitätsfaktor das Lied gegenüberstellt mit einem Track wie Mondfinsternis oder Rotlichtmassaker, man muss einfach nur. Rotlichtmassaker, genau das. Nur sagen, damals konnte ich es einfach nur nicht. Ich kann es nicht, ich kann es nicht, ich kann es nicht. Überlegt. Ich wusste gar nicht, dass es dieses Lied gab. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe in meinem Leben bis dato nichts verpasst. Durch mal folgendes Szenario: Ich habe endlich mal eine feste Freundin, sitzen gerade zu Abend ganz entspannt. Der Schwiegervater kommt da plötzlich zu mir und sagt, du Nico, versteh, du bist Comedian, aber was war hier eigentlich los? Perfekt, Comedian also. Genau. So stellst du dich also vor. Comedian. Witzfigur. Was soll ich dem antworten? Lass mich in Ruhe! Ich muss einen kurzen Zwischencut machen, denn es ereigneten sich Vorfälle, die sich so nicht verereignen. Neulich hatte ich einen 1 gegen 1 in einem Game gegen eine Streamerin. Das war eine ausgeglichene, faire und vor allem ruhige Partie. Nein! Halt mal, verpiss dich! Mann, der kommt rein und fragt mich fragen. Lumix, brauch mir Unglück zu wünschen. Verlieb doch einmal in deinem Leben. Nein, oh mein Gott! Ich sag's dir mal. Sie ist eine sehr attraktive und auch sehr nette Streamerin. Hey, das Leute, was geht ab? Das war
you look like. Dann ging es im Prinzip hin und her, bis zu dem Datum, an dem mein Chat zu ihr rübergegangen ist und sie als geile Sau bezeichnet haben. Dass ich sie zuerst als geile Sau bezeichnet haben soll? Sowas würde ich doch niemals machen. Ab dafür. Oh, das Schwein. Wurde mir gestern von ihr eine Nachricht übersandt. Nach all dem, was wir gemeinsam durchgemacht haben, bis wir beide leider keinen Kontakt mehr haben können. Wieso bin ich immer der Loser? Nee, ist gar kein Problem. Bei Nico im Leben, also 2020 nimmt Nico wirklich nochmal doppelt hops. Nico hat nicht nur Corona und alles, den ganzen Trouble, sondern auch keine Freundin, ist pleite mittlerweile. Bro, bei dir läuft's. Ich nehm's gelassen. Ich verliere sowieso gerne gegen eine Frau in einem Spiel. Ich bin glücklich, wenn ich mich in mein Bett legen kann und meine Lektüre über Lokomotiven durchlesen kann. Real Talk, ganz kurz an der Stelle, damit ihr Bescheid wisst. X33 und ich haben geschrieben und sie hat mir gesagt, dass ihr Boyfriend ein Problem damit hat, dass gerade was so gerade da so abgeht. Ich hätte gerne noch was mit ihr gemacht, aber ich kann es verstehen. Das ist. Digga, auf jeden Fall. Ron ist halber. Kuss, dankeschön. Den Boyfriend einfach abfuckt. So, ich glaube, mich wird es auch abfucken. Deswegen akzeptiere ich und vor allem respektiere ich das und ich bitte auch euch, das ganze Thema zu respektieren. Naja, was soll. Nein, werde ich nicht tun. Ich werde es nicht respektieren, Nico. Ich werde da keinen Respekt haben. Ich werde mich da anders verhalten, als du es mir sagst. Einfach nur, um das Gegenteil zu tun, was du hier gerade empfohlen hast.